Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute gerne einmal meine Revolution Paletten vorstellen und zeigen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt jetzt sehr gerne dran. Ich habe sie auf jeden Fall in einer Reihenfolge sortiert, wie sie mir persönlich am besten gefallen. Und ich würde sagen, nicht abschalten und los geht's. Ich habe 6 Revolution Paletten und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit Platz Nummer 6 an. Und zwar ist das einmal die Mint Chocolate Lidschattenpalette. Ich finde sie optisch total schön, gefällt mir richtig gut. Das Farbschema da drin sieht einmal so aus und für mich ist sie irgendwie kunterbunt zusammengewürfelt. Also ich finde sie sehr, sehr schwierig von der Farbaufteilung her. Und von daher, ja, habe ich sie bis jetzt eigentlich auch noch so gar nicht benutzt. Also ich kam da irgendwie noch nie zu. Ich versuche es auf jeden Fall nochmal, sie irgendwie mal zu testen. Auf Platz Nummer 5 ist bei mir die Reloaded Fire Palette. Die habe ich die letzte Zeit sehr, sehr häufig benutzt. Ich finde, die Farbabgabe, also die Pigmentierung, ist total gut. Also die Revolution Paletten sind generell gut pigmentiert, wie ich finde. Hier sind auch soweit schöne Farbtöne drin, aber es sind jetzt nicht alles Farben, wo ich sage, die kann ich gebrauchen, die kann ich benutzen. Ich bin eher so Team alltagstauglich und von daher gehe ich mehr so in diese helleren und Brauntöne hinein. Und von daher ist sie bei mir halt nur auf dem Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 4 habe ich die Soft X Lidschattenpalette. Die hat 24 unterschiedliche Farbtöne da drin. Hier habt ihr auch nochmal einen schön großen Spiegel, was ich auch sehr gut finde. Und das sind einmal die Farben. Die ist relativ bunt, wie ich finde. Die hat wirklich von allem etwas dabei. Hier sind auch viele helle Töne, was mir persönlich sehr gut gefällt, denn ich kann mit hellen Tönen immer sehr gut arbeiten und einfach irgendwie einen etwas dunkleren Ton da noch mit zu. Also ihr habt hier einen gesunden Mischmasch aus hell und dunkel und bunt, aber auch aus matt und schimmernd. Also ich finde, das ist an sich eine sehr gelungene Palette und die ist auf jeden Fall alltagstauglich, aber man kann auch ein bisschen was Ausgefalleneres mit ihr schwingen. Auf Platz Nummer 3 habe ich dieses Schätzchen hier. Das ist die Reloaded Provocative Palette. Und ich finde, diese Farbtöne sind einfach auch eher mein Beuteschema. Also es ist wirklich so braun-rosé. Ne? Also da ist wirklich jeder Farbton, den man benutzen kann. Da kann man auch wirklich jeden Ton für den Alltag nehmen. Ich finde, das ist, auch wenn da viele etwas dunklere Töne drin sind, ist sie doch relativ, ja, das meiste ist einfach hell gehalten und die dunklen Töne, die kann man sehr gut für den äußeren Winkel einfach, für den äußeren Winkel schon klar, für den äußeren Augenwinkel nutzen, einfach um das Ganze so ein bisschen auszusoften, auszurauchen und ja, ich finde diese Lidschattenpalette ist sehr, sehr hübsch. Ich glaube, die habe ich im Tauschpaket von der lieben Heike bekommen, von Heikes kleine Welt. Die ist richtig, richtig schön. Platz Nummer 2 wurde mir auch zugeschickt von einer sehr lieben Abonnentin. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Und zwar ist es einmal dieses große Schätzchen hier. Das ist die Revolution Shadow Palette. Wie heißt sie denn da? Forever Limitless Allure. Das ist auch ein Riesenklopper. Die ist optisch sehr, sehr hübsch. Finde ich sehr schön. Und von innen habt ihr auch nochmal wieder einen großen Spiegel und hier ist auch wirklich für jeden was dabei. Alles, was das Herz begehrt. Ihr habt hier einmal die dunklere Seite, die hellere Seite, viele matte, viele Schimmertöne und auch 3 ganz besondere Töne hier in der Mitte, wie ich finde. Mit denen kann man auch immer etwas zaubern und da bekommt man einfach immer ein anderen Look mit hin. Also die ist wirklich sehr, sehr kreativ gehalten, wie ich finde. Eine richtig, richtig schöne Palette, die ich auch sehr, sehr gerne benutze und wo auch immer wieder ein anderer Look bei rauskommt. Aber auch, ja,
total einfach ist, weil einfach so ein heller Ton, ein dunkler Ton, ein Schimmerton und schon seid ihr fertig. Oder nur ein Schimmerton und ein dunkler Ton oder ja, da ist einfach der Kreativität keine Grenzen gesetzt und die finde ich sehr gelungen, die Palette. Last but not least, meine persönliche Nummer 1 ist die Regeneration Trans Celestial Palette. Das ist diese, die habe ich mir, ich glaube, vor 2 Jahren bei Rossmann gekauft. Und die ist für mich einfach auf Platz Nummer 1, weil sie ganz, ganz außergewöhnliche Farben enthält. Denn sie hat sowohl matte Töne, hell und es wird immer ein bisschen dunkler, aber diese ganzen marmorierten Töne, die sind alle ganz, ganz besonders. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das sind halt alles so unterschiedliche Farben, die auch so ein bisschen halt schimmern und so ein bisschen changieren. Da kann man so, so tolle Looks mitmachen. Ich habe die eine Zeit lang richtig geliebt und immer benutzt und auch sehr gerne diese blauen Töne und auch die Grüntöne einfach nur am unteren Wimpernkranz mir aufgegeben und dann einfach hier diese beiden matten Töne aufs Augenlid und das war einfach ein schöner Look. Also da konnte man auch sehr gut die bunten Farben für nutzen und mir gefällt die richtig, richtig gut. Die kann ich auf jeden Fall euch auch empfehlen. Ist eine ganz, ganz tolle Palette, die gibt es auch immer noch bei Rossmann. Das ist die Regeneration Trans Celestial Palette. Ja, ein sehr, sehr hübsches Schätzchen. So, meine Lieben, ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen. Das war einmal meine Revolution Lidschattenpalettensammlung. Ich habe einfach sehr, sehr viele Lidschattenpaletten und euch alle auf einmal zu zeigen, das würde einfach diesen Rahmen sprengen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal so peu à peu immer mal so die Marken, wie ich sie habe. Ich glaube, das ist das Einfachste, um das Ganze so ein bisschen rüberzubringen und halt auch in so einer gesunden Reihenfolge, wie ich finde, einfach von ja, Flop zu Top, kann man sagen. Und ja, oder von nicht ganz so geliebt zu geliebt. Also, wie man es möchte, ne? Ja, wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen und schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, auch auf welche Marke ihr als nächstes Bock habt. Ich habe natürlich auch noch Catrice Paletten und Essence, Maybelline habe ich auch einige Paletten und ich glaube die High-End Paletten hatte ich euch schon mal gezeigt und ja, Catrice habe ich gesagt, das sind so die meisten, ne? Essence, Catrice und Maybelline. Das sind auch so die meisten Paletten, wo ich in meiner Sammlung habe. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, auf welche Marke ihr als nächstes Lust habt. Und wie gesagt, ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, auch wenn euch das Video gefallen hat. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.